Hi. Schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Elden Ring geht weiter. Ich stehe vor irgendwelchen solchen drei seltsamen Gestalten, die mich ziemlich übel verprügeln. Und wie auch schon beim Mesmer. Es wäre doch Wahnsinn, nach so viel Versuchen einfach nochmal da reinzugehen und nochmal zu sterben und es nochmal zu probieren und wieder drauf zu gehen und sich das Gebrabbel von der guten Lady nochmal und wieder anzuhören. Wieder zu sterben, wäre voll totaler Wahnsinn und total bescheuert, wenn man das machen würde. Nee, Alter, der... Nee, macht keinen Sinn. Oh, fuck. Ja, ich habe gesehen, was sie macht. Ich habe sie gesehen und dachte, ich überlebe das. Aber das macht so viel Schaden. Nee, nicht nochmal. Vor allem, weil ich auch schon wieder nicht weiß, warum die mich eigentlich verprügeln. Ich werde mal noch zu dem Kumpel gehen und dem mal noch erzählen, dass ich so ein paar von diesen Dingern gefunden habe. Von diesen... Hä? Lol, er ist nicht mehr da. Nachricht von Leder. Oder warst du das? Nee, du warst der Händler, ne? I don't feel it. It's broken. Kind Mikola's light is gone. But du hast da einen Kratzer entdeckt. I stand tall. Together we work. Together. For Mikola the Kind. Mor lebt doch noch. In der letzten Folge habt ihr mir erzählt, Mor ist tot. Der lebt doch noch. Aber der andere ist tot oder weg. Ja, doch tot. Oh, I know. Give this to Teolier. He asked me to find it. I finally found it. Schwarzer Sirup. Das ist ein Schlüssel. I never change. Always friend to you. In dem Fall muss ich irgendwas richtig gemacht haben. Dass er... Till we meet again. Der war nicht tot zu kriegen. Also dann, ich habe ihm halt irgendwas geholfen. Und hier war eigentlich ein Kumpel, der wollte von mir wissen, wo diese Kreuze stehen. Ja, der ist weg. Der Kumpel, der wissen wollte, wo die Kreuze stehen. Aber mit ihm bin ich Kumpel. Kann ich nicht mit den anderen dann auch Kumpel sein vielleicht? Und dann lassen die mich in Ruhe? Dane gibt eine Nachricht weiter. Der Siegelbaum befindet sich in den uralten Ruinen von Rau. Er befindet sich hinter der Hochbrücke, die vom Erdgeschoss des Lagerhauses führt. Ich werde dort auf euch treffen, sobald ich meine Aufgabe erledigt habe. Okay. Ein unverglastes Gefäß, das mit einem pechschwarzen Sirup gefüllt ist. Mor bat darum, dass es zu Tolier geliefert werden solle. Eine unbekannte Flüssigkeit, die wohl von der Sammlerbrut gesammelt und gereift wurde. Und du bist ein Schlüssel. Oder? Du bist doch bei Schlüsselgegenständen. Hä, aber das sind doch auch... Hä? Hier. Was ist das andere Zeug? Eine Asche. Puppe von Rani.
Irgendeine Story. Das sind Story-Gegenstände hier, glaube ich. Ah, nee, nur so halbwegs. Und diese Drachengedöns. Ah ja, Schlüssel, so Story- und Schlüsselgegenstände irgendwie. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Es ist über 3 Monate her, dass ich gespielt habe. Und ich habe keine Ahnung, was hier eigentlich abgeht. So. Versuche ich mich nochmal an dem? Gucke ich da nochmal hin? Mit welcher Waffe bekämpfe ich den? Ich glaube, ich würde hier ganz gut fahren, wenn ich das so mache. Ja, zu Tiolier. Wow, aua, okay. Nicht in den Chat schauen. Au, aua. Ups. Vielleicht siehst du Tolliers Namen irgendwo auf der Map an der Gnade. Das ist ein guter Hinweis. Das habe ich ja so selten getan. Mal nach den Namen gelesen, die da... Oh. Normalerweise sind da ja immer so... Hier. Fürst Ymir. Oh, was wollte der nochmal? Oh, der wollte doch auch irgendwas von mir. Nee, kein Tiolier. An irgendeiner Gnade. Leider nein. Leider nein, das wäre auch zu schön gewesen. Julius, hi! Erneut, moin moin. Hab ich dich übersehen? Grüß dich. Schön, dass ihr alle am Start seid, Leute. Alles gut bei dir? Ja. Es läuft. Gerade bei den 3 NPC-Boys hier ein bisschen nervig, aber... Und ich suche Tiolier und ich habe keine Ahnung, wo er ist. Aber es wird mir auch nicht verraten und das ist auch gut so, weil ich bin ja selber schuld, dass ich 3 Monate Pause hatte und keine Ahnung habe, wo der Kumpel sitzt. Wie komme ich eigentlich hier hin? Da war ich ja auch noch nicht. Oder war ich da? Nee, ich glaube nicht. Säulengang. Wird mir hier wieder aus dem Chat Sachen werden mir verraten. Ich bin mir echt nicht sicher, ist das cool für euch, wenn so ein bisschen was geholfen wird und ihr mir so ein klein bisschen was verratet. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich es aktuell nicht so schlimm finde, weil ich einfach diese riesige Pause hatte und vieles einfach vergessen haben könnte, wenn es nur an der Erinnerung liegen würde. Was soll das heißen? Keine Ahnung, wo Säulengang ist. Wenn es an der Erinnerung liegen würde, dann wäre es okay. Ich würde sagen, Backseat Gaming nur wenn nach expliziten Fragen. Ja, normalerweise, ja. Bin ich da schon auch genau so. Wenn es nur an der Erinnerung liegt, ist doch... Okay, kannst fragen. Ach so. Ja, ich bin mir eben nicht sicher, ob ich den schon mal gesehen habe. Den Tiolier.
Also, falls ich ihn schon mal gesehen habe, dann könnt ihr mir gerne sagen, wo er ist, weil dann habe ich es einfach vergessen. Falls ich ihn einfach noch nicht gefunden habe, dann ist es halt in meinem Playthrough nicht... dann findet man halt nicht. Der hat jetzt seine Position geändert, aha. Er ist weitergezogen. Welcher war das denn? Helft mir mal kurz auf die Sprünge, wo der gewesen sein könnte und welcher das war. Und jetzt ist, wo du ihn nicht siehst. Ah, das heißt, ich war da einfach noch nicht. Der Giftkerl. Bei dem Kreuz rechts neben der Festung. Rechts neben der Festung. Hier. Oder? Unten über... Oh, jetzt wird's wirr. Ach, Säulengang. Ah, der Typ. Ja. Jetzt erinnere ich mich wieder an ihn. Und ja, ich erinnere mich auch, dass hier einer war. Boah. Der mir gesagt, wo er hingeht. Und wie ich ihn finde. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Witzigerweise war ich da schon. Da bin ich irgendwie hier runter, ne? Da gibt's irgendwie einen Runterweg oder irgendwas. Keine Ahnung. Beide, ne? Dämliche Blume. Oh. Ach, come on. Das hat keinen Wert so. Das hat keinen Wert so. Das klappt so nicht. Dann machen wir es lieber so. Aua. Ah, ich weiß es nicht. Ist, glaube ich, nicht... Ist nicht so ganz der Plan. Hoppla. Ah ja, die Nummer. Ich erinnere mich. Aua. Eigentlich muss ich sie ins Gesicht hauen. Das macht so viel mehr Schaden. Oh, ich kann mich nicht mehr erinnern. Das ist so lange her, ne?
Ups. Komm, hau mich mit deinem Koppes. Aua. Ups. Okay, seltsam. Ich dachte eigentlich, sie wäre schon hinüber. Kann ich sie, wenn sie hier rauskommt jetzt? Kann ich sie da hauen? Direkt? Ah, schade. Dass sie eben nicht so flitzt. Aua. Sie macht das dreimal. Und ich glaube, in der dritten Phase macht sie es fünfmal. Mist. Ich habe irgendwie Lust, sie jetzt zu besiegen. Aber ich habe keine Lust, 1,5 Stunden jetzt Bosskampf zu machen. Wäre schön, wenn das jetzt bald klappt. Nein. Ach. No. Ah ja, es geht. So, hier kommt direkt ein Damage, ne? Ja, genau. Scheiße, da brauche ich den richtigen Moment. Ach, shit. Nein. Oh, das war knapp. Mist. Ach, es geht schon irgendwie klar. Ich heile mich halt die ganze Zeit.
Bin gerade am Überlegen, ob es noch irgendwas gibt, was ich machen könnte. Und ja, da fällt mir was ein. Wie sieht's denn aus, wenn ich dieses Teil anlege? Habe ich dann immer noch mittlere Last? Ja. Dann habe ich ja noch einen kleinen Bonus. Nee, wait. Moment, nein, nicht dieses Teil. Sondern dieses Teil. Ja, immer noch mittlere Last. So. Und dann das, genau. Okay. Nope. So. Ach komm, was ist denn das jetzt? Lass mich dich treffen. Okay, nochmal von vorne. Nochmal ganz kurz von vorne. Lukas, hi. Schön, dass ihr alle am Start seid, Leute. Okay, also, ich muss erst das drücken. Dann das, dann das. Ey. Und dann würde ich sie wirklich gerne treffen, die gute Pflanze, aber ich mache einfach keinen einzigen Hit. Das ist sehr ärgerlich, dass ich da nicht ausweichen durfte. Shit. Das Blümchen gerupft, ja. Guck ich mal zu den Drachen? Oder gehe ich erst in den Horrorwald? Beim Horrorwald müsst ihr mir helfen. Hab schon gehört, da komme ich so wahrscheinlich eher nicht hin. Autsch. Timing verkackt. Mann, was zum... Was passiert hier? Ah, come on! Oh. Oh Gott. Geht gar nicht. Und kein Treffer. Hau sie doch. Ich habe eine riesige Keule. Das ist ein riesiger Kopf. Warum hau ich da daneben? Ey! Oh.
Hä? Was ist jetzt passiert? Okay. Sonst sind die Hitboxen in From Software Games doch auch nicht so. Hilfe! Und dann macht sie eine Attacke nach der anderen, die AOE des Todes ist. Schlechtes Pattern gehabt. Diese Pflanze ärgert mich schon lange. Dieses Blümchen. Die Blume, wie lange hält eigentlich diese Zauberwaffe? Wie lange hält das? Wo kann ich das nachlesen, wie lange das hält? Muss ich da hier hingehen? Es steht nicht, wie lange die hält. Wow. Okay. Super. 45 Sekunden. Und der hier? Also dieser Glaubensdinger mit der Keule. Es ist eine riesige Blume und ich hau daneben. Ich verstehe es nicht, wie ich hier daneben hauen kann. Oh, ja, ist ja gut. ...90 Sekunden, okay. Der Waffenbuff ist der kürzere. Wait, what?
bist. Nein, 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 nein. Ey. Die Anrufung. Nein, die Anrufung ist 90 Sekunden. Der Ash of War hält nur... Ach so. Okay. Aber ich kann nicht beide... Ich kann... Das eine kostet mich zu viel Mana, glaube ich. Ah. Oh, das geht jetzt ins Min-Maxing. Ich habe das beides hier so ausgewählt und deswegen spielen wir es auch so. Zweimal getroffen von dem Scheiß. Mist. Nee. Nee, nee, nee. Nee, nee. Mm-mm. Ich hab keine Lust mehr. Die Frage ist jetzt, wo soll ich hingehen? Halbe Stunde schon an diesem dämlichen Ding rumgemacht hier. Verdammte Axt. Die Frage ist, wo soll ich hingehen? So, also. Hier wäre die Drachengrube. Ich guck mal. Ich guck mal kurz, ob ich die Drachen besiegen kann. Ja, die Richtung wird wohl... wird okay sein, wa? Zu den Drachen oder in den Horrorwald? In den Gruselwald. Wäre eigentlich gut gewesen, da so eine Halloween-Folge zu machen. Ab in den Gruselwald, ne? Weiß nicht. Drachenberg. Horrorwald. Ich bin offen für beides. Schläfst du oder bist du tot? Scharfer Schotterstein. Du bist tot. Du schläfst. Oh oh. Das wird eng, aber geht. Jetzt brauchen wir jemanden, der die finale Antwort gibt. Ich habe einen Plan. Leider kann da YouTube nicht mitvoten. Ah, sonst hätte ich ein Voting gemacht. Stimmt ja. Shit. Was kommt jetzt?
Oh, Ferdi. Falls auf YouTube gerade jemand live zuschaut, wollt ihr, wäre das schlimm für euch, wenn ihr das Voting nicht mitmachen könnt? Wenn jetzt keiner auf YouTube schreibt, mache ich einfach ein Twitch-Voting. Wo ist er? Da. Würde schon gerne mitmachen. Ah, okay. Drachenberg, wenn du schon mal da bist. Ja. Ach, guck mal. Perfekt. Nein, nicht perfekt. Lass mich durch. Oh Gott, wie ich das hasse. Das wäre jetzt vielleicht mein Sieg gewesen. Aua. Naja, geht auch so. Drachenherz und Drachenschuppenfleisch. Ich kann aber auch auf Twitch kommen. Wie heißt du auf Twitch? Nur Tassilo, ohne das Gaming hinten dran. Na, hierher zum Drachenberg komme ich doch jederzeit wieder. Da bin ich doch schnell. Und gegen Drachen kämpfen ist jetzt nicht so, weiß ich nicht. Aber ich lasse euch entscheiden. Wo es hingeht. Dann machen wir das. Irgendwann kann ich auch Votings für den Chat machen, dann können alle mitvoten, wenn der Chatbot wieder läuft. So, die Umfrage läuft dann jetzt auf Twitch. Mal kurz gucken. Bin da, Red Skull, hi. Genau, wollte nur kurz schauen, ob du da bist. Dann beginnen wir jetzt die Umfrage. Oberhalb vom Chat. Solange die läuft, 5 Minuten habt ihr. So, und solange die läuft, laufe ich auch noch ein bisschen und schaue mich hier um. Ich habe gedacht, ich muss hier gegen 10 Drachen am Anfang kämpfen, weil ich bin hier nur kurz hergelaufen, habe mir das angeguckt, da liegen lauter Drachen und bin wieder umgedreht. Aber hier war nur einer. Hier war nur ein gemütlicher Drache unterwegs.
und goldene Schafe. Die letzten goldenen Schafe, die ich gesehen habe, die haben irgendwie Blitze gespuckt. Hier sind auch noch ein paar Blitze. Und die nächste Gnade. Wunderbar. Das hatte ich gehofft, dass ich bis hierher komme. So. Da ist der... Da sollte ich mir einen Marker hinsetzen, dass ich das hier oben ungefähr mal sehen kann. Da ist der Schrein für die Map. Da hinten? Krass. Schauen wir mal kurz, wie weit ist die Abstimmung? Die Hälfte. Gut, dann laufen wir mal noch ein bisschen. Vielleicht stimmt ja noch jemand ab. Laufen wir mal noch ein bisschen in die Richtung hier. Oh. Da kämpfen einfach zwei Drachen gegeneinander. Das ist ja auch geil. Ja, lassen wir sie mal. Klingengipfel Drachling. Macht ihr mal. Oder schauen wir zu. Ihr macht euch ja kaum Schaden. Oh, der eine ist aber halb tot. Das ist ja geil. Ist ja der absolute Hit. Dann die Musik dazu. Die zerstören die Steine hier. Geil. Jetzt ist einer gleich tot. Welcher ist jetzt der... Ah ja, okay, der linke ist der kräftigere anscheinend. Kriege ich hierfür jetzt auch 90.000 Seelen? Dafür, dass der gestorben ist? Hätte ich ihn einmal hauen müssen, dass ich hier die Seelen bekomme. Ich meine, den unten haben wir ja easy besiegt, dann versuche ich es mit dem auch. Aua.
Aua. Wo ist er? Da. Oh. Das war dumm. Nein, 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 nein. Ey. Na bitte. What a sight. A warrior true, if ever one there was. A fellow Drake warrior. Egon. Piteous Egon. Do you not remember? Conjure your past. How once you were. When fear was yet foreign to you. Drake warrior, dear friend, grant me this one wish. Take this finger, my finger, scale the jagged peak, face Bale the Dread, and when you do, summon me. Summon my soul. My limbs are limbs no more. My heart is twice over filled with fear. But a Drake warrior I remain. And my soul yet lies on the mountain. Okay. Proud Drake warrior, I beg of you, scale the jagged peak, face Bale the summon me. Okay. Ich probier's. So, schauen wir mal auf die Abstimmung. Wo soll ich hingehen? Ergebnisse ansehen und... Ha, Wald hat mit einer Stimme gewonnen. In dem Fall gehen wir in den Wald. Gehen wir in den Wald, Leute. Ihr müsst mir aber sagen, wo ich hin muss. So, also, ich vermute mal, wenn ich raten müsste... komme ich von irgendwo hier in den Wald. Findest du nie. Ja, da ich das schon bemerkt habe, dass ich das nie finden werde. Nee, dann ist es nicht dort. Dann vermute ich, dass ich von hier, aus der Kirche des Trosts, irgendwo hier, komme ich in den Wald, der ganz im Norden liegt. Irgendwo in dem Gebiet. Nein? Oh, okay. Kalt, eiskalt. Schattenbergfried. Ist das der? Nee, das ist Schloss Ensis. Wie, der Wald ist im Süden. Wait, what? Ah, nee, Festung des Tadels. Moment, ist das nicht hier? Das ist nicht der Wald da unten drunter irgendwo? Schattenbergfried. Okay, und der Wald ist hier im Süden? Ich bin gespannt, Leute. Ich bin gespannt. Okay, dann von... Hier unten war ich, glaube ich, auch noch nicht. Da bin ich mir jetzt aber nicht sicher.
Dann, keine Ahnung, gehe ich mal zum Haupttor. Ah, Lagerhaus Erdgeschoss, guck. Bei den brennenden Booten. Oh, weißt du noch, wo die waren? Nee. Das weiß ich nicht mehr. Tut mir leid. Stufenaufstieg. Ja, einmal geht. Da waren irgendwo brennende Boote? Jetzt bin ich gespannt auf die brennenden Boote, ob ich mich an die erinnere, wenn ich dann dort bin. Ha, wer bist du denn? Ach so, so einer. Brennende Boote. Oh, brennende Boote. Ach so, ich dachte im Wasser. Ah. Oh, wo hab ich mich. Ich bin gerade in Gedanken im Chat und gucke und lese nochmal so, was geschrieben wurde, ne? Auf einmal kriege ich Schaden von so kleinen Wichtelmännchen. Wird ja nicht so einfach sein, wenn ihr sagt, man findet das nicht. Oh, der hat Loot. Oh, hier geht's runter. Wo geht's hier hin? Sind hier nicht brennende Boote vielleicht? Gottes Willen. Falle ich hier runter? Oder kann ich hier laufen? Ich kann hier laufen. Okay. Bist richtig. Dankeschön. Einfach weiter. Ah, diese Bilder, die habe ich mir auch noch nie irgendwie mal genauer angeguckt, ne? Lasst ihn auch ein bisschen suchen. Die Wand war so offensichtlich. Ja, ich bin auch ein Freund davon, dass ich ein bisschen rätseln darf, wo es lang geht. Wand hauen. Mensch, Red Sky, immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Ich finde meinen Weg. So ganz auf den Kopf gefallen bin ich ja zum Glück nicht. Und ich habe schon ein paar dieser Spiele gespielt. Ist auch nicht das erste Mal, dass ich in einen Sarg steige, um in ein anderes Gebiet zu kommen. Ah, das finde ich immer noch eine der geilsten Reisemöglichkeiten. Eins der besten Verkehrsmittel, Sarg. Den Weg kanntest du nicht, da gibt es noch einen anderen Weg in dem Fall.
Erstmal in die andere Richtung laufen. Immer das Wichtigste. Zuerst nach hinten schauen. Skadu Altos Wait. Hä? Ich bin einfach nur runtergefallen? Ich bin nicht mal in ein anderes Gebiet transportiert worden mit dem Sarg. Sondern einfach nur tatsächlich runtergefallen. Okay, komisch. Auch wenn es nicht wirklich runtergefallen ist. Vielleicht bin ich... Doch, ich bin von hier runtergefallen. Und dann ist mein Sarg hier vorne hingeflogen. Mein Gott, dass ich das überlebt habe. Aber den Weg hätte man finden können. Oh nee, da liegt schon wieder so ein komischer Holzofen. Ist der tot? Ofengesicht. Okay. Oh, hier sind lauter Holzofen. Öfen. Ganz viele davon. Ruinen von Unte. er macht nichts mehr. Ofengesicht. Hier heulen ein paar Leute rum. Hi. Du bist niemals ein Guter. Was bist du? Taujuwel. Ah, hatte ich schon mal irgendwo gefunden. Ich glaube, ich will jetzt erstmal kurz hier in diese Kirche gucken. Kalona erinnert sich. In dem Fall doch schon mal da gewesen. Versperrt er mir hier den Weg da rein? Oder ist er der Weg da rein? Könnte sein, ne? Ne. So jedenfalls nicht. Andere Seite? Vielleicht? Ne. Das slide ich runter. Der Weg in die Kirche, ja, dann von hinten hinein. Geht hier? Hallo? Bist du mein Weg in die Kirche? Nee. Erstmal Einrichtung kaputt machen. Nix. Ah, ein bisschen Loot. Mesmos Glut. Schon wieder was davon. Hoppala. Oh, okay. Also, von hinten hinein. Hä? Ihr macht doch hier nicht so ein Riesengebäude hin. Und dann darf ich da nicht rein, in so einem gewaltigen Spiel. Das ist nicht vorstellbar. Irgendwas ist hier faul. Irgendwas ist hier faul. Wie komme ich da rein? In dem Fall unten irgendwo durch. Hier muss es irgendwo einen Abgang geben.
Der eine ist hier so durch die Gegend gestiefelt, als würde er irgendwas bewachen oder so. Schlüssel, verlorene Kriegsasche. Was war das nochmal? Helft mir kurz auf die Sprünge, bitte. Wofür hat man das gebraucht? Ah, guck mal. Nee, aber da komme ich auch nicht rüber. Waffentalente verdoppeln. Was? Wer heult hier rum, Mann? Da oben im Turm bestimmt. Aber... sagt mir gerade gar nichts, Waffentalente verdoppeln, ehrlich gesagt. Habe ich wahrscheinlich auch noch nie gemacht in dem Fall. Ah, jetzt, okay. Ja, habe ich glaube ich noch nie gemacht. Oder doch? Weiß ich nicht. Egal. So, wie komme ich in diese... wie komme ich da rein? Das sieht doch so aus, als müsste dieses Ding mich da durch, dass das der Eingang ist. Oh, oh. Okay. Geh aus dem Weg. Lass mich rein. In dem Fall ist es nicht ganz so offensichtlich, wie ich gehofft hatte. Irgendwie muss es wohl vielleicht ein bisschen einen Meter weiter weg einen Eingang geben. Oh. Ah, wieder so ein Ding. Oh oh. Oh nee. Ja, Jungs. Die Kirche hat sich erledigt. Jungs und Mädels. Die Kirche hat sich erledigt. Letzte Chance. Hier irgendwo. Was für Loot hast du? Nee? 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 Okay. Dann halt nicht. Ab nach da hinten. Gucken wir mal. Schauen wir mal, was da geht. Hoffentlich muss ich den nicht besiegen, den Dicken. Ich habe noch keinen einzigen davon zu Fall gebracht. Hallo. Entschuldigung. Ich wollte nur mal gucken, ob du Loot hast. Okay, da kann man runterfallen. Oh nein. Oh. Das ist ja doof gelaufen, ha? Huh? Oh weh, Fliegenviecher, irgendwelche Adlerviecher, oi, 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 oi.
Ach, irgendein Billo-Loot, den wieder kein Mensch braucht. Aua! Hören Sie bitte auf! Ey! Ich war in der Rolle drin, Mann! Jetzt verrecke ich an denen! Bitte nicht! Bitte nicht! Mann, blöde Fliegenviecher. Das war knapp, ja, allerdings. Ha. Na dann. Ab die Post. Die haben diese Abgänge einfacher gemacht. Die waren im Hauptspiel, waren die wild. Hier gehen sie voll klar. Schatz hinterm Wasserfall? Nein? Schade. Immer gucken. Immer gucken, ob es einen Schatz hinterm Wasserfall gibt. Was ist... Ah, nochmal so ein Nashorn. Nee, 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 nee. Nashörner habe ich schon genug. Wobei, oh, warte mal. Die Nashörner haben Skadu-Bombs gedropst. Ne? Was ist das? Rundstein. Ja, komm, dann verprügeln wir schnell das Nashorn. Hallo? Aua. Ah, der kommt immer so spät. Ups. Das ist geil. Aua. 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 Jawohl. Nice. Nebel. Noch eins. Das ist ja geil. Danke für den ganzen Loot. Aua. Aua.
Na endlich. Hat's mal geklappt. Ist hier noch eins? Hallo? Wildschweine. Hm. Ich dachte, das wäre eine Leiter. Das sind einfach zwei Adler. Jagt mich das Wildschwein? Nein. Ich habe ein bisschen Frame Drops, glaube ich. Aber nur so zwischendurch ganz kurz. Kann das sein? Also Spiel sagt auf jeden Fall ja. Dann habe ich sie bestimmt auch auf Twitch und YouTube. Aber nur ganz minimal. Kaum, ja. Aber also noch weiter, die Grafik will ich jetzt nicht unbedingt noch weiter runterdrehen. Die ist schon nicht so krass eingestellt, ne? Ich bin auch verwundert. Eigentlich sollte mein Computer das locker hinkriegen, aber ja, ist halt From Software, ne? Ey! Nicht cool. Und dann regnet's und Nebel. Zeigst du mir nicht normalerweise irgendwelche Geheimgänge? Oh, habe ich jetzt Bock auf die giftigen kleinen Kobolde? What the fuck? What the... Holy shit! Mein Gott! Ey! Noch einer. Noch zwei. Ich will doch nur kurz gucken, was das Ding hier hat für mich. Nichts? Ernsthaft? Ach, vollkommen umsonst gegen kleine giftige Kobolde gekämpft. Aber schon krass, ne? Der Red Skull, der hat den Unterschied gemacht. Bei der Abstimmung. Ich glaube, ich vermute mal, vielleicht hat er für den Wald gestimmt. Und deswegen gehen wir jetzt in den Wald. Sonst hätte ich wieder entscheiden müssen. Die Abstimmungen bei mir sind immer so knapp irgendwie. Hä? Wo bin ich überhaupt? Oh. Wer ist das? Egon, ah ja, gut, klar. Ich war ja vorhin da oben. Wait, what? Okay. Ich gehe mal hier oben entlang, hier rüber und guck mal, ob ich hier nach unten komme. Sieht irgendwie so aus, aber dazu muss ich jetzt erstmal schauen, ob ich irgendwie wieder hochkomme. War hier in der Ecke irgendwo, ne? Da. Oh, komme ich hier? Nee, das ist nicht gemacht, um da wieder hochzukommen. Oder? Nee. Ist nicht dafür gedacht.
Die Sonne kommt raus. Dankeschön. Ah, oh, schön. Jetzt habe ich auch gleich wieder mehr Frames. Oh, guck mal. Das habe ich ganz übersehen hier. Im Nebel. Mach mal auf, das Loch. Aha. Dunkellichtkatakomben. Was ist denn bitte Dunkellicht? Ah, schwarz-weiß. Da geht's aber weit runter. Ein Stückchen. Ah. Nett. Ach du Scheiße. Okay, hier geht's runter. Oh, ich hab dich gesehen. Nee. 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 Hier ist so dunkel. Hallo? 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 Ich möchte hier nur durch. Jemand da? Darf ich hier durchlaufen? Hallo? Könnte bitte jemand kurz sagen, ob ich... Hallo? Guten Tag? Sie da unten? Nein? So, ihr sagt was von einer Hüftlaterne. Ich weiß nicht, ob ich eine Laterne habe. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. What the fuck? No, no, no. Hilfe. Ah, was ist hier los? Was ist das? Warum explodiert da unten irgendwas? Na, wenigstens macht's Licht. Okay. Hüftlaterne. Oh, was ist das? Gelbe Fulgurblüte. Material zur Herstellung. Bla, bla. Oh, da kommt, der kommt ja. Es ist eine Kanone. Eine wandelnde Kanone. Euch bin ich, glaube ich, schon mal irgendwo begegnet. Den wandelnden Kanonen. Das wird für uns eh lustiger, wenn du sie vergessen hast. Also Moment. Hüftlaterne. Wo müsste die denn hin? Wahrscheinlich, keine Ahnung, ist das ein Talisman? Ich weiß es nicht. Inventar. Oh, Hüftlaterne. Segen von Marika. Stellt die Lebenspunkte wieder her. Bla bla. Ich sehe keine Laterne. Ich wüsste nicht, dass ich irgendwo mal eine Laterne bekommen habe. Das? Mal, Baby? Nein. Keine Laterne. Haufenweise Loot. Haufenweise Seelen. Haufenweise, keine Ahnung, Finger. An die Hüfte. Hier sehe ich auch keine Laterne. Was heißt denn überhaupt vergessen? Ich bin halt dran vorbeigelaufen vielleicht. Ich habe sie nicht vergessen. Ich habe sie einfach nirgendwo gefunden. Das ist ein Unterschied. Vergessen würde bedeuten, dass ich irgendwie tatsächlich mal was gesucht habe oder so. Oder dass ich sie besessen habe. Ich glaube, ich besitze keine Laterne. Oh,
den Zauber, den habe ich. Ja, den hätte ich aber jetzt vergessen. Das hier, Sternenlicht. 200 Stunden Spielzeit, Laterne? Sie nicht zu haben, wäre noch schlimmer, als sie vergessen zu haben. Was? Nach warum denn? Ich habe keine Laterne. Eine Hütlaterne. Ihr erzählt doch Unsinn. Was gibt's gar nicht in dem Spiel? Eine Hüftlaterne. Hier eine Kanone gibt's. Und wilde Pfeile, die irgendwelche Dinge können. Oh, warte, es gibt eine Fackel. Ich hab die Fackel auch vollkommen vergessen, ne? Ja gut, bei Rüstung wird sie ja nicht dabei sein. Vielleicht noch bei den Talismanen, dass da irgendwo eine Laterne dabei ist. Nö. Hier sind nur so Zettel. Ich habe keine Laterne. Ich habe noch nie eine Laterne besessen. Deswegen konnte ich sie auch nicht vergessen. Ja, ich habe ja sogar den Zauberstab ausgerüstet. Hier. Ups. Das wollte ich nicht. Yay, Licht! Du hast keine Laterne. Ja, eben sage ich doch. Wie soll ich eine Laterne vergessen, wenn ich gar keine besessen habe? Ah, Licht. Wow, okay. So viel dazu. Hätte ich gar nicht gebraucht. Guck. Ah, vielleicht doch. Es ist wieder sehr dunkel hier. Oh, oh Gott! Warum erschrecke ich mich? Du bist doch 10 Meter weit weg! Warum habe ich mich vor dir erschrocken? Oh, Mann, ey! Ah! Die Musik macht natürlich auch sein Übriges hier. Und dann ist hier so ein langer Gang mit Zeug. Oh! Was bist du denn? Wow! Noch nicht gewartet und schon komplett durch, ja? Ja! Und da spawnt auch noch so ein kleiner. Laufe ich jetzt einfach an euch vorbei? Nee, eigentlich will ich euch schon verprügeln. Weil nicht, dass ihr mir dann nachher in den Rücken fallt. Wo kam der her? Der steht die ganze Zeit schon da. LOL. Sachen gibt's. Und der andere auch, der steht einfach da. Ich muss mir echt die Augen offen halten hier. Oder ist die Treppe hier ausgefahren mit dem Hebel da oben? Ich weiß es gar nicht. Habe ich gar nicht gemerkt, ehrlich gesagt. Kann sein.
Ah, da geht es schon wieder ein ganzes Stück weit nach unten. Hallo? Ja. Nee, 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 Kumpel. Nee, nee, nee. Da steht da oben irgendwo einer rum. Ich dachte, da wäre vielleicht der Weg, aber nein. Wir hatten das gleiche vor, wir zwei, ha? Huh? Same, same. Okay. Ja doch, da geht einfach Licht an, wenn man den Hebel bedient. Hallo? Na, vor euch erschrecke ich mich nicht mehr. Da kommt einer von unten. Okay. Kommt er nochmal hoch? Yep. Ich habe halt wirklich keine Laterne. Es gibt wirklich, es gibt echt eine Laterne in dem Spiel? Wow. Zwei von den Boys. Und die gibt's im Hauptspiel, oder was? Die Laterne? Die kommt aus dem Hauptspiel? Tatsächlich. Sachen gibt's. Sehr früh im Haupt. Ich liebe es. Oh. Ah. Das ist schon wieder so klar, ne? Aber hey, das ist, wenn man blind spielt. Wenn man solche Spiele blind spielt. Ich find's einfach nur großartig. Und dann von euch solche Sachen zu erfahren. Super. Oh nee. Oh nee. Ihr seht das auch, oder? Bei einem Händler. Ah. Oh, das kann sein, dass ich bei einem Händler mal irgendwas in der Richtung vielleicht gesehen habe. Und jetzt einfach laufen. Und wohin? Hier runter. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier jetzt richtig bin. Bin einfach mal gerannt. Und ich würde einfach mal sagen, ich bin intuitiv genau in die richtige Richtung gelaufen. Profi am Start, Leute. Ist hier irgendwo so eine Statue oder sollte ich mal gucken, ob ich nicht doch vielleicht irgendwo erstmal eine Gnade finde. Ich glaube, ich muss erst schauen, ob ich eine Gnade finde oben.
Die Macht hat dich geleitet. Ja, weiß ich nicht. Ich brauche ja eine Gnade, sonst muss ich ja durch die ganzen dämlichen Katakomben komplett durchlaufen, falls ich da unten bei diesem Boss jetzt sterbe. Die Statue siehst du als Buff. Oh, ich sehe sie gerade eben. Warum sehe ich sie? Hier sehe ich sie. Unten habe ich sie, glaube ich, nicht gesehen, oder? Doch, okay. Entschuldigung, dann mein Fehler. Danke für den Hinweis. Ich hab eben in die Leiste geguckt und war irgendwie so... Ich weiß nicht, keine Ahnung, wo, was ich im Kopf gemacht habe in dem Fall. Ja, ist da die Statue. Okay, nice. Jori, ältester Inquisitor. Guck mal meine Keule an, Jori. Aua, was bist du denn? Muss ich jetzt echt... Oh, nee. Ich glaube, ich muss erst gegen die Lappen kämpfen. Obwohl, die werden ja auch despawnen. Aua. Warte mal, Jori. Jori. Oh nö, schade. Schade, schade. Richtig guter Try, dankeschön. Das ist allerdings, okay. Häufig ist ja der erste Try der beste Try. Ach, Nasenbär Jori. Aua. Boah, hören Sie bitte auf. Jori! Nein! Ja, siehst du, der zweite Try ist dann schon nicht mehr so geil. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, welcher Buff der kürzere ist. Der Waffenbuff oder der Zauberstabbuff? Sollte reichen, um ihm zumindest 3 Schläge zu versetzen.
Nicht Yori. Nee, das war falsch. Oh Gott. Ja, Yori. Oh, aua, aua, aua. Nein. Nicht aufhören, stopp. Och, Mann. Der kürzere war der Waffenbuff, okay. So ein Mist. Muss ich jetzt echt die Kleinen bekämpfen? Zu kämpfen. Wenn hier ein Boss vor mir steht. So kleine Pissköpfe. Aua. Oh nein, warum spawnt er in meinem Weg? Oh. Aua. Ah, das reicht, wenn ich die einmal hitte, dass die weg sind. Aua, nein. Oh. Ja, dann sollte ich vielleicht doch einfach draufhauen. Yori, Mensch. Mist. Dämliche Zauberbrutzler, ey. Ach ja. Oh ne, ich habe vorhin meine Seelen vergessen. Oh, das waren 150.000. Come on. Yori. Ihr Arschgeigen, ey. Da wäre eigentlich irgendein cooler AOE-Schaden ganz geil. Weil die ja mit einem Hit down sind. Hm. Ich hab sowas. Aber das kann ich nicht benutzen. Hm. Ich habe coole AOE-Schaden, aber die Cast-Zeit ist halt auch immer ewig. Ich versuche jetzt nochmal Yori zu verprügeln. Einfach Standard. Einfach Standard. Ein paar auf die 12 geben. Ah, den kann man von hinten angreifen. Oh, das ändert alles. Ich habe es vorhin versucht und dann ging es nicht. Und dann war für mich so, okay. Ach, der wird jetzt gecheased. Gecheesy peasy. Oh. Ah, oder auch nicht. Er lässt sich nicht so leicht von hinten angreifen, wie ich das im ersten Moment dachte, aber ich hab's. Bast. Stachelstabspeer. Okay. Danke. Ah, da hätte man, wenn man mit dem richtigen Timing,
hätte man den wahrscheinlich komplett cheesen können. Weil der steht ja immer auf, dann kann man sich hinter den stellen und wenn man genau im richtigen Moment drückt, hat man ihn quasi im Stunlock. GG, dankeschön. Well played, danke Sepp. Danke Leute. Vielen, vielen Dank. Wir werfen noch einen ganz kurzen Blick. Ich glaube, ich bin jetzt endlich im Horrorwald angekommen. Was ist das hier? Nachricht lesen. Es erwartet euch im Inneren. Oh. Holy shit. Oh. Oh. Hat Angst bekommen und kann nicht beschworen werden. Oh, wow. Okay. Hat Angst bekommen. Getrollt. Ja. Kehrt um, solange ihr noch könnt. Okay. Abgrundwald. Es darf euch nicht sehen. Wenn ihr gesehen werdet, gibt es kein Entrinnen. Man kann es nicht einmal berühren. Okay. Ich bin gespannt, was mich nicht sehen darf. Habe ich genug für einen Stufenaufstieg? Ja, habe ich. Wait. Also, doch. Muss ja drücken. Ach, keine Ahnung. Na komm, gehen wir noch ein bisschen auf Kraft. War, glaube ich. Ah, ne, Kraft hätte ich nicht machen sollen, glaube ich, sondern Stärke oder das andere Zeug. Hallo, Schäfchen. Ihr habt leuchtende Augen. Kann mir eins von euch sagen, was ich. Lol. Nicht sehen soll, was mich nicht sehen darf? Wer bist du denn da vorne? Wahnwitzige Hand. Mag sein, dass du wahnwitzig bist, aber ich habe eine riesige Keule. Oh. Oh, hier wird man wahnsinnig. Und das ist ja Instant Death, ne? Dieser Debuff. Oh, verstehe. Ach warte, ist da vorne? Lol, ich habe mir eigentlich den Himmel markiert. Den Berg. Kein Instant Death. Ah, okay. Welcher war denn der Instant Death Buff? Weiß ich gar nicht mehr. Oh, hi. Todespest. Ach, guck mal, da kann ich die Karte von hier unten aufdecken. Also, wahrscheinlich dann auch oben. Ah, die sind hier alle ein bisschen wahnsinnig.
Deshalb. Auch die Schafe und so. Karte, Abgrund. Oh. Ach, das ist gar nicht die Bergkarte, die ich mir hier markiert hatte für den Berg. Wow, okay, gut zu wissen. Moment. Ich bin jetzt hier rüber gelaufen? Wie viele Skadu-Bombs habe ich? Ich habe sogar zwei gekriegt? Oder ich habe jetzt zwei? Ich habe jetzt zwei. Eins fehlt. Warum werde ich jetzt hier wahnsinnig? Wegen den Schafen? Komme ich hier hoch? Immer noch nicht so ganz verstanden, was mich hier nicht sehen soll und darf, aber bis jetzt alles harmlos. Die Mucke ist halt... Die Mucke lässt einen schon so ein bisschen... Was soll denn der Unsinn jetzt? Muss jetzt doch hier nicht regnen. Die erkennst du, wenn du sie siehst. In dem Fall eine Spinne. Wahrscheinlich eine Spinne. Der Wald will nur spielen. Ich will spielen im Wald. Hi, wer seid ihr? Dieser Stamm hier, der steht hier sowas von fehl am Platz. Das ist so ein Ding so, ja, hier gibt's was zu finden. Ja. Winterlaternenfliege. Okay. Wieder einer dieser Gegenstände, die ich mit hoher Wahrscheinlichkeit nie benutzen werde. Ich weiß nicht warum, Leute. Ich bin irgendwie nicht in Elden Ring und Dark Souls nicht der Typ, der großartig Sachen kocht. Und zusammenbraut und Objekte herstellt und. Kann ich jetzt gar nicht mehr reiten eigentlich? Ja, tatsächlich. Voll die miese Nummer. So ein bisschen schneller wäre ich ja schon gerne vorangekommen. So, warte mal. Aber hier geht's doch noch voll weiter, oder nicht? Ich bin echt ein Freund davon, zu Fuß unterwegs zu sein. Das mit dem Pferd ist halt auch einfach nur, um schneller von A nach B irgendwie zu kommen. Eigentlich mag ich es zu Fuß. Ich würde auch die ganze Welt zu Fuß bereisen. Größtenteils. Außer man läuft über weite Ebenen. Aber dann würde sich das Let's Play noch viel mehr in die Länge ziehen. Und das muss ja auch nicht sein. Ich denke, das Rost zwischendurch zu benutzen, ist da ein guter Weg. Ja, aber jetzt hat's Schiss. Ja, ihr Ratten, lasst mich mal in Ruhe jetzt. Gibt hier genug von euch.
Also am schlimmsten ist bisher die Musik im Wald. Komme ich hier hoch? Nee, sieht nicht so aus. Hier würde ich jetzt einfach auch zum Beispiel doch auch schneller außen rumlaufen, um rauszufinden, wo es hier nach oben geht. Aber das will das Spiel ja nicht, dass man im Wald reitet. Da oben war doch Loot. Ach, wahrscheinlich ist es auch wieder nur irgendein Zeug, ne? Warum renne ich überhaupt dahin? Klärende Boli. Ja, diese Boli können aber nützlich sein. Das ist mir schon aufgefallen. Bei irgendeinem Boss, ich glaube bei Marlene hatte ich es benutzt, ne? Die Bolis. Oder zumindest überlegt, sie zu benutzen. Wegen der Scharlachfäule. Weil das war ja auch ein mieser Debuff. Was ist hier überhaupt? Warum bin ich jetzt in diesem Wald? Einfach... Weil ihr da draußen, weil ihr das geil findet, ne? Dass ich jetzt hier in einem Gruselwald unterwegs bin. Aber warum die Story, also... Storytechnisch dieser Wald... Versteckt euch! Macht keinen Laut! Wartet still auf eure Chance. Kämpfen ist keine Option. Duckt euch im Dickicht. Okay. Stimmt, das geht ja hier in dem Spiel auch, ne? Da war ja was. So, und du bist... Das Wesen, das mich nicht sehen darf, oder wie? Dich kann ich nicht bekämpfen. Attacke! Ja, okay. Dich darf ich nicht bekämpfen. Dich darf ich nicht bekämpfen. Oh. Welche Endings kennst du vom Hauptspiel? Rani. Und die rasende Flamme, das Ending kenne ich, weil wegen Video halt. So, weil wir es uns angeguckt haben im Stream gemeinsam. Und ich wollte gerade fragen, was wäre denn, wenn ich jetzt rasende Flamme wäre? Ist egal, okay. Na gut. Wo kann ich denn... Habe ich irgendwie wenigstens eine Info, wann die mich sehen? Man muss sich jetzt hier echt durchschleichen, ne? Das da vorne sieht aus, als sollte ich da lieber nicht hingehen. Hier sind lauter so Augendinger. Oder? Ist das Loot? Oh Gott, erschreckt mich halt. Ah, die locken die an. Ah, verstehe, okay.
keine Auswirkung. Ah, okay. Ich kann geduckt sprinten. Ja, kann sein, dass sowas geht. Wo will ich denn jetzt überhaupt hin? Was mache ich hier unten? Suche ich hier irgendwas Bestimmtes oder... Ah, eine Gnade. Läuft. Ah, beim Frenzy Ending stirbt, weil die rasende Flamme das einzige ist, was ihn töten kann. Deswegen kann er hier nicht reiten. Julius, danke für die Info. Stark. Cool. Ab jetzt ist alles neu für dich. Okay. Ah, da unten sind auch nochmal so Dinger. Ah, ja. Trotzdem läuft die Aufnahme für YouTube, für die Leute, die es im Nachhinein noch anschauen, jetzt schon 2 Stunden. Ist eine lange Aufnahme geworden. Ich danke euch fürs Anschauen, Durchskippen und so weiter auf YouTube. Dies im Nachhinein anschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.